Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Breath Exvius. So, nachdem wir in der letzten Episode den König Mowgli verprügelt haben, werden wir in dieser Episode noch nicht den Makalania-Wald machen. Nein, nein, wir gehen erst einmal den ganz neuen Final Fantasy 12 Event machen, nämlich die Henne-Mine. Dabei gibt es ganz viel sehr interessantes und gutes Zeug zu farmen, das ich gerne haben möchte. Und wenn die Zeit reicht, gehen wir sogar gemeinsam noch ein bisschen shoppen beim König Mowgli. Da gehen wir da shoppen, nachdem wir ihn in die Schranken gewiesen haben letztes Mal. Gibt er uns leider keinen Rabatt. Das ist schade, aber trotzdem gehen wir hin. Und wenn da noch ein bisschen Zeit ist, machen wir vielleicht sogar noch den 10 plus 1 garantierten 5-Sterne-Pull. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn wenn wir die Henne-Mine fertig haben, gibt es am Ende 500 Lapis als Belohnung. Und damit wären wir auf jeden Fall im Budget, um das zu schaffen. Und ich bin schon gespannt, was wir kriegen. Was haben wir hier? Genau, hierzu gibt es zu sagen, die nächsten 13 Tage noch, also insgesamt glaube ich 14 Tage, gibt es das hier für 350 Lapis, eine Beschwörungskarte und 500 Staub. Das lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, weil eine normale Beschwörung kostet ja 500 und ich werde jeden Tag versuchen, auf mindestens 350 Lapis zu kommen, damit ich mir immer diese Karten kaufen kann hier. Die sind es auf jeden Fall wert, wenn man eben noch für die Woche eine Riku ziehen möchte oder eben gerne versuchen möchte, noch eine Ash zu bekommen. Ja, für Ash ist es das auf jeden Fall wert. Wir gehen mal in die Henne-Mine, machen als erstes das hier, Anfänger. Dürfen kein Limit rausblutzen, kein Weitermachen, alles kein Problem. Kriegen wir hin, wir rennen da ganz schnell durch. Wir nehmen natürlich mit an Bonus, was wir kriegen können. Der gute Sillet hat einen Wahn sogar schon auf Maximum gebracht. Den heben wir jetzt auch für den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich persönlich habe auch ein paar Wahns vorbereitet. Ja, ich habe schon Wahnvorstellungen. So, wir gehen mal ganz kurz da rein. Wir nehmen erstmal einen schwachen Wahn mit dafür. Oder wir gucken, ob da noch irgendwas anderes ist. Irgendetwas stärker. Oh mein Gott, den würde ich gerne mitnehmen hier. Um ihn anzufragen für die Freundesliste, ne, wisst ihr? Wir kriegen ja eh nicht viel Bonus am Anfang. Was hat er für eine Ausrüstung? Der hat eine gute Ausrüstung. Passt mal auf, den fragen wir gleich mal an. Ja, mit Orlando chaint eben sehr gut Ace. Der chaint mit dem sehr gut mit Orlando. Und deswegen will ich ihn gerne mitnehmen. Wir heben uns mal den Rest noch auf für später, wenn ich dann das Maximum fahre. Am Anfang kommt es ja eh nicht drauf an. Aber ich wollte euch mal ganz kurz zeigen hier. Das da, ne? Ich bin auch gerade dabei, einen Wahn zu leveln. Und ich habe das hier Trial genannt, beziehungsweise für die Aufgabe hier. Das hieß immer noch Trial vom letzten Mal. Ich habe noch einen vierten Wahn bekommen. Ich habe meinen Daily Pool heute gemacht. Da kam gleich ein Wahn raus, meinen kostenlosen Daily Pool. Jetzt habe ich 4 Wahns. Also wir gehen schon mit einem ordentlichen Bonus in die Sache rein. Wir nehmen Orlando mit einfach nur deswegen, damit er nicht verschwindet und ich ihn anfragen kann nach dem Spiel. In der Hoffnung, dass er auch annimmt. Du bist der Nächste. Komm runter, schnell. Dieses Mädchen, ist sie eine Prinzessin? Warum kämpft eine Prinzessin? Sie versuchen, ihre Heimat zurückzuerobern, die von einem anderen Land besetzt wurde. Also griff diese Prinzessin zum Schwert, nachdem ihre Heimat besetzt wurde. Sie scheint sich wirklich anzustrengen. Sie ist stark, aber auch traurig. Ganz genau, die reden über Ash, das ist die Prinzessin. Ashalia heißt sie ja eigentlich richtig. Und, Final Fantasy XII hat eine ungewöhnliche Geschichte. Die hat nicht viel mit Weltuntergang zu tun, sondern eher ein politischer Streit. Oh, da gibt es keine Soundeffekte, merke ich gerade. Das ist interessant. Kein Limit, kein Weitermachen. Okay, passt soweit. Was hier bei Optionen ist, da vielleicht irgendetwas? Nein, wir haben Soundeffekte aktiviert. Also irgendwie, aus irgendeinem Grund gibt es hier keine Soundeffekte gerade. Wäre blöd, wenn das so bleibt, könnte am Level liegen. Ihr hört ja die Musik, ne? Wir werden es gleich feststellen. Wenn ich starte, ich das Spiel mal neu. Vielleicht hat es damit was zu tun. Auf jeden Fall ist die gute Ash die Prinzessin, um die es geht. Und ein ziemlich interessanter, ziemlich cooler Charakter. Albtraum haben wir hier als Gegner. Wie war das nochmal? Ich glaube, nur keine Magie, ne, war das? Ach, kein Limitrausch. Okay, ich wollte gerade einen Limitrausch machen. Dann machen wir einfach mal das da. Joker. Und zack, 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 zack. Und das war's dann für den.
Schade, dass es hier keine Soundeffekte gibt. Vielleicht gibt sich das im nächsten Level. Falls nicht, werde ich vielleicht das Spiel mal neu starten. Weil alles andere ist ja da an Sound, ne? Wir kriegen momentan eh nicht viel, auch wenn wir die ganzen Warns mit dabei haben. Abschnitt beendet. Seltene Beschwörungskarte erhalten, das ist super cool. Die werden wir auch später benutzen. Erst einmal machen wir weiter, kriegen noch ein paar Lapis zur Belohnung. So, ein bisschen Staub und noch Bonusstaub. Kann nicht schaden. Hier fragen wir an, ihr wisst, alle Orlandos mit gut, ja, über 800 Angriff sind es auf jeden Fall wert, dass man sie anfragt. Hennemine fortgeschrittener. Füge einem Gegner Blitzschaden zu, ist kein Problem. Und besiege Gedankenschilder mit Magie, ist auch kein Problem. Wir haben ja beides, dank Ace. Scrollen wir mal durch, ob hier noch irgendjemand interessant ist, den wir mitnehmen können. Nope, da ist niemand. Ansonsten vielleicht irgendetwas, um unseren Bonus hochzuschrauben. Nova hat tatsächlich schon einen Sage-Buff. Das ist super cool. Fette Gratulation an dich, lieber Nova. Ihr seht, der hat auch sehr viele Lebenspunkte. Sage-Buff ist meiner Meinung nach eine... sowas wie eine Riku. Vielleicht eine schwächere Riku? Oder eine andere Riku, wenn man das genau nimmt. Aber eben im Prinzip wie eine Riku. Wir nehmen hier Sisus Wahn mit. So. Und dann gehen wir da rein und machen einfach ein bisschen Blitzschaden. Ja, die Soundeffekte fehlen komplett. Ich werde gleich mal das Spiel neu starten. Also nach diesem Kampf. Luftpiraten? Seid ihr alle Luftpiraten? Ich bin der Protagonist in dieser Geschichte. Luftpiraten? Die scheinen dieser Welt wichtig zu sein. Frei durch den Himmel zu fliegen. Wie romantisch. Ziemlich kontrolliert für eine für Luftschiffbesatzung, oder? Dieser Typ ist so großartig. Findest du nicht auch, Laswell? Vermutlich. Der offene Himmel. Ein weit entfernter Traum für uns Ritter. Ja, das Interessante an Final Fantasy XII ist ja, dass man zwar das Ganze aus der Sicht von Vaan spielt und Vaan der Hauptcharakter für den Spieler ist, aber eigentlich ist er für die Story des Spiels gar nicht mal so relevant. Wirklich relevant ist die Geschichte von allen anderen. Und es gibt ja den Charakter Balthier. Und Balthier wird es auch noch als Charakter geben in diesem Spiel, der wird irgendwann noch kommen. Und Balthier behauptet von sich selbst, der Hauptcharakter, der Held dieser Geschichte zu sein. Ein bisschen wie Tidus, der ja gesagt hat, das ist meine Story. Listen to my story, this may be our last chance. Ne, wenn ihr euch erinnert, das Final Fantasy X. Und so ähnlich ist Balthier auch drauf, der sagt einfach, das ist meine Story hier. Ne, ich bin der Held, ich sterbe nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und gleichzeitig geht es eben darum, ja, Eshelia bei ihrem Krieg da zu unterstützen. Und Balthier ist halt Luftpirat, der gemeinsam mit Fran durch die Lüfte reist und so weiter und so fort. Die lernen halt Vaan zufällig kennen und Vaan ist dann so beeindruckt von Balthier, weil Vaan sagt, I want to become a Sky Pirate. Ich will auch ein Luftpirat werden. Und im Prinzip sagt er das komplette Spiel über nichts anderes außer, ich will auch ein Luftpirat werden. Ja, und das war's mit Vaan. Also viel mehr kommt da echt nicht bei rum. Und das ist sehr schade. Aber so ist Vaan eben. Und es gibt da noch einen anderen Charakter hier, den guten Rasla. Rasla war der Ehemann von Eshelia. Die waren zusammen. Und Rasla ist, wenn ich das noch richtig weiß, der Bruder von Vaan. Und der hat es zu was gebracht. Waren halt eben nicht. So, Schwarzmagie benutzen und alles andere ist auch wieder kein Problem. Dem mit einem Limitrausch besiegen. Okay, also machen wir einfach Schwarzmagie und dann Limitrausch risieren. Ja, wir fliegen hier durch, Freunde. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Das ist das Beste, was wir an der Stelle machen können. Komm, wir nehmen mal jetzt ihn hier mit. Wobei, ihn heben wir uns noch ein bisschen auf den Wahn. Wir nehmen einfach irgendwas anderes mit. Ist eigentlich egal, was wir mitnehmen. Wir können diesen Ace hier mitnehmen und vielleicht anfragen. Kann nicht schaden, so ein bisschen doppelt zu Ace risieren. So, brechen wir mal auf. Also die Storyline von Final Fantasy XII ist eigentlich ziemlich cool. Also meine persönlichen Lieblingsteile... Oh, hier, Moment. Ich laufe nicht länger weg. Ich möchte herausfinden, was ich wirklich will. Was soll ich mit meiner Zukunft anstellen? Ich will es wissen. Ob du es wohl herausfinden wirst, ich werde es ganz sicher. Diese Stimme hörten wir zuvor. Der Junge hat sich ziemlich verändert. Er scheint seinen Zorn und sein Verlangen nach Rache unter Kontrolle zu haben.
Andere Ziele als Rache für die Zukunft der Verlorenen. Bestimmt kann ich eins für mich finden. Ja. So, wir benutzen Schwarzmagie und werden dann unser Limit aufladen. Zack. Für mich sind die besten Final Fantasy Teile 1 bis 10. Grundsätzlich, ja. Ich mache danach ein paar Ausnahmen. 1 bis 10 ist deswegen für mich am besten, weil es einfach die epischen Charaktere und Storyline für mich hat. Also, das ist einfach... Das klassische Final Fantasy geht bis 10 für mich. Mit rundenbasiertem Kampfsystem und so. Nach Final Fantasy 10 kam ja 11 im Online-Teil, den zähle ich nicht. Also 11 und 40 Online-Teil, den zähle ich nicht. Das heißt, danach kam im Prinzip 12. Und 12 war ein bisschen anders im Sinne von, es war immer noch rundenbasiert, aber man konnte sich frei positionieren. Und das hat unter Umständen ein bisschen was ausgemacht, wie man sich positioniert hat. Wieder der erste Bosskampf. Übrigens haben wir jetzt auch wieder Sound. Also muss ich nicht neu starten. So, wir killen die mit Jackpot-Shot. Das sollte es gewesen sein. Den Tyrannorox. Genau, über 300.000 Schaden. Die Musik ist auch ziemlich cool. Also alles Final Fantasy 12-mäßig. Ja, Final Fantasy 12 hatte eine interessante Storyline, aber was eben den Spielspaß meiner und auch ein sehr interessantes Kampfsystem, muss ich sagen, das war wie die Online-Spiele 11 und 14. Es hat sich auch ein bisschen eben sowas wie Crisis Core oder, wie heißt es, Kingdom Hearts und sowas in der Richtung, das ging alles so ein bisschen in die Richtung, oder wie die Online-Games 11 und 14, habe ich glaube ich gesagt, sowas in der Art. Also es war alles ein bisschen freier, es war sehr interessant, das Kampfsystem hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mit Final Fantasy 12 auch viele hundert Stunden verbracht. Es hat mir einen großen Spaß gemacht, das Spiel. Aber was den Spielspaß meiner Meinung nach getrübt hat, ist, ich bin jemand, ich spiele ein Final Fantasy Teil, unter anderem wegen dem Hauptcharakter. Frag ich an, frag ich nicht an. Ich frag mal nicht an. Also wegen dem Hauptcharakter, weil ich will, dass die Storyline einen epischen Hauptcharakter hat. Und es gab tatsächlich es gab epische Charaktere, aber es gab leider nicht einen epischen Hauptcharakter. Und Wahn hat diesen Spielspaß so getrübt. Okay, wir müssen jetzt den Gegner mit einem Esper besiegen. Das ist sehr nervig. Hier haben wir Sargebath noch mit dabei. Gucken wir ganz kurz weiter. Hier ist auch nochmal ein Wahn mit dabei. Wir nehmen den mit und fragen den an. Ich fahre mir noch genug, ne? Da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen beim ersten Durchgang. Also nehmen wir dieses Team mit. Feuer und Lichtschaden sollen wir zufügen. Lichtschaden kann ja meistens Orlando machen. Ich hoffe, der hat ein Excalibur angelegt. Nimm mich mit. Bring mich fort von diesem Ort. Schön, eine Prinzessin zu entführen. Das hätte ich auch gerne gemacht. Ganz genau, das sagt Ash nämlich zu Vaan. Sicher hat sie ihre Gründe. Jemand wie dich würde sie eh nicht fragen. Diese Befreiungsarmee scheint dasselbe zu denken. Sieh sich einer das an, erstaunlich. Für alle, die vergehen mussten. Rache am Imperium. Unmöglich. Diese Prinzessin ist zu eisern. Okay. Ich greife mal ganz normal an hier. Oder wisst ihr was? Ich mache mal das da. Und dann mache ich mal hier das da. Zack, zack. So, machen wir gerade zum Zielmenü. Ach ja, Schwäche. Genau, das war's schon. Genau, der macht Lichtschaden, perfekt. Das heißt, wir haben Lichtschaden hinzugefügt und Feuerschaden. Also ist das schon mal erledigt. Gucken wir mal ganz kurz rein. Füge Feuer und Licht Magie. Moment, Feuer und Licht Magie Schaden zu. Mist, kriegen wir nicht mehr hin, weil ich habe ja, machen wir halt nur noch das da, was soll's. Ich habe ja keinen, ja, Licht Magie Schaden gemacht. Aber ist auch egal, kommt auf die 1-2 Lapis nicht an. Oder 10, 20 Lapis, kommt es mir auch nicht mehr an letztendlich. Hauptsache, wir vermöbeln, wir kommen weiter und können am Ende farmen, richtig ordentlich farmen. So, machen wir mal so. Ja, das hängt aber extrem hier. Aber ich krieg auch keine Esper voll. Wahrscheinlich gehe ich dann hier mit Garnet nochmal rein oder sowas in der Richtung, ja, keine Ahnung. So. Jetzt chainen wir mal ein bisschen besser. Jetzt machen wir es mal andersrum. Triple Jackpot. Und dann machen wir göttliche Zerstörung. Ich glaube, ich muss das zuerst aktivieren.
Oh, sogar orange. Ja, das wäre jetzt eine ordentliche Chain gewesen mit 22 und naja, man hätte theoretisch auf die anderen Angriffe von den Wahns verzichten können, von diesen Wahnsinnigen hier. Und dann hätte man finishen können mit einem Chain-Finisher. So, den sollen wir mit einem, den sollen wir mit einer Esper besiegen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ich gehe vielleicht auch mit Garnet da rein, dann war's das. Deswegen chainen wir nochmal. Zack, zack. Orangene Chain. Also kein Problem für uns. Es hat viele hunderttausend Schaden gemacht, das Ganze. Da wäre mit Sicherheit jeder draufgegangen. So, beim nächsten Gegner weiß ich, dass er stark ist. Deswegen werde ich dort zuerst einmal den Wahn von Silic mitnehmen, falls er zur Auswahl steht. Vielleicht den Sagerbath von Nova. Und dann werden wir mal sehen, wie er funktioniert. Wir haben auch 500 Staub bekommen, das ist sehr gut. Kriegen wir einen ordentlichen Start in den Tag. Ach nee, das hat noch geklappt. Sehr gut, weil es wahrscheinlich als, keine Ahnung, als Magie gezählt. Ich weiß es nicht so genau. Hat auf jeden Fall als Lichtschaden gezählt. Nur es mit der Esper fehlt, also wegen 10 Lapis gehe ich da wahrscheinlich nicht nochmal rein. Dann mache ich lieber den nächsten Schwierigkeitsgrad. Wir fragen den auf jeden Fall an hier. Dann machen wir Elite. 5 Kämpfe. Das ist ja das, was wir immer fahren müssen. Höchstens 4 Begleiter. Also höchstens 4 Gruppenmitglieder für MP plus 15%. Eigentlich würde ich auf MP plus 15% verzichten. Aber ich glaube, im ersten Mal können wir ruhig 4 Leute mitnehmen. Wir nehmen mal Inie mit. So. Da haben wir 1, 2, 3. Ich mache mal ganz kurz hier 2 raus. Austausch. Ach nee, der ist Anführer oder was? Moment. Nein, nicht ausrüsten. Mann. Verdammt. So, hier. Als Anführer bestimmen. Und jetzt machen wir ganz kurz hier welche weg. Weil wir werden da trotzdem durchfliegen. Wenn wir hier nicht durchfliegen, dann brauchen wir gar nicht erst versuchen, das zu chain. Das zu farmen, meine ich. Ich bin schon voll im Chain-Trip. Auf dem Chain-Trip. 1, 2, 3, 4. Der hat ja auch Drachenkiller. Das ist auch sehr effektiv. Vielleicht ist der auch, so wie ich, den guten Silith kenne. Mittlerweile ist er auch immer erst bestens ausgerüstet. Dann wollen wir mal. Also, auf geht's, Freunde. Ja, der Boss, mit dem wir es hier zu tun haben, ist anfällig für Erde. Und er ist ein Drache. Er ist anfällig für Drachentöter. Also beides sehr gut. Es ist zu gefährlich. Wir brauchen mehr Kraft. Wonach strebt ihr? Was sucht ihr? In jeder Welt das Gleiche. Alle streben nach Macht. Auf die Prinzessin trifft es ganz besonders zu. Sie wurde anscheinend immer weggesperrt. Die Luftpiraten sind viel besser. Ich habe das nicht mehr weitergelesen eben. Lit, unterstützt du ihn nur, weil er ein Luftpirat ist? Ich kann dein Sehnen verstehen. Er ist ein Freigeist. Ganz genau, Freigeist ist lustig. So, wir machen mal Triple Jackpot. Und dann machen wir mal so ein bisschen so. Ich will mal schauen, ob ich dazu in der Lage bin, mich komplett hier durch zu Triple Jackpotten. Ob Ace dazu in der Lage ist, es hier im Alleingang zu schaffen. Vielleicht mit Unterstützung von ein paar Wahns. Das wäre schon ziemlich cool. Deswegen mache ich einfach nur erneut und benutze momentan Silith nicht. Obwohl, ich könnte ja mal... Ja, ich level Wahn selbst. Also, wenn ihr jetzt nicht viel von Siliths Wahn seht, keine Sorge. Ich werde euch noch zeigen, was er drauf hat. Ich warne euch. So, also Gedankenschinder können wir nicht alleine besiegen. Seht ihr? Das heißt, wir brauchen sowieso noch einen starken Charakter mit dabei. Unser Ace schafft das nicht alleine. Er könnte es alleine schaffen mit einem ordentlichen Proc, aber es ist nicht 100% safe. Aber wir nehmen ja zukünftig ein komplettes Team mit. So, da ist der Dino wieder. Machen wir erneut hier. Oh, hier, ne? Das ist ein roter Proc. Das ist mehr als genug. Guckt euch das mal an. Das ist auch ein Drache. 280.000 pro Treffer. Mit einer Kette sogar noch viel mehr. Da war das sogar eben bei 400.000. Also, ich rechne wieder hohe Chancen aus. Machen wir das noch mit dem hier. X-Tab. Müssen wir noch irgendwas beachten eigentlich hier? Ich hab gar nicht drauf... Achso, das war's. Mit einem Limitrausch müssen wir den besiegen. Na gut.
Das mache ich wahrscheinlich auch offscreen. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Episode jetzt hinkriege, mit einem Limit draufstehen zu besiegen. Keine Ahnung. Ich versuch's mal. Weil der Gegner kann stoppen. Ich will mal sehen, was der so drauf hat. So, das ist Tiamat. Und Tiamat ist ein saucooler Kampf gewesen in Final Fantasy XII. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Was wir auf jeden Fall machen, ist Resistenz gegen Stopp. Weil der Gegner kann nämlich alle Charaktere stoppen. Deswegen machen wir das mal zuerst. Außerdem ist der Gegner anfällig für Allesbrecher. Deswegen brechen wir ihn mal ganz kurz. So. Dann benutze ich hier Joker, um mich vor physischen Angriffen zu schützen, weil ich nicht weiß, was der so drauf hat. Nur wie gesagt, er ist anfällig für Erde und mein Wahn ist mit einer Gaia-Klinge ausgerüstet, darum kam da eben Schwäche. Und wir schauen uns mal hier rote Hydra an. Oder wisst ihr was, wir stehlen mal, mal gucken was... Ne, wir machen rote Hydra. Dann seht ihr das auch mal. 3 Sterne Warnskill. Ziemlich lustig. So, Deaktivira. Im Englischen Disable Gar. Das ist... Oh, er kann sogar versteinern. Guck mal. Ja, wir killen jetzt mit einem Limit. Und zwar mit Jackpot Shots. Ja, und das würde Stopp machen aufs komplette Team. Darum ist es gut, wenn man einen Wahn mit dabei hat, der eben vor Stopp schützt. Ja, mit Tiamat wird quasi eine neue Statusveränderung oder ein neues Skill eingeführt. Nämlich Stopp auf alle. Und Wahn ist natürlich leicht der Konter. Nur da hat man einen Grund, Wahn mitzunehmen, wenn man diesen Gegner nicht instant besiegen kann. Zurück, ihr machthungrigen Menschen. Mit gefährlicher Macht kann man auch andere unterstützen. Zum Schützen braucht es nur Kraft, selbst wenn sie gefährlich ist. Ich empfinde etwas für die Menschen dieser Welt, wie ungewöhnlich. Weder dein Vater noch sonst jemand. Diese Luftpiraten scheinen ebenfalls gebunden zu sein. Selbst als Luftpirat kann man nicht einfach so verschwinden. Macht, Freiheit, beides kommt mit viel Verantwortung. Nun, du erkennst, dass es auch in unserer Welt so ist, oder? Ja, ich habe meine Entscheidung bereits getroffen. Ich finde cool, dass die mit diesen Events einen immer so richtig Lust machen auf Final Fantasy. Ich muss sagen, ich bin ja erst auf Type Zero richtig gekommen. Ich besitze Type Zero, seit es rauskam für Steam. Aber ich habe es nie angefasst. Ich wollte es einfach haben, weil es ein Final Fantasy Teil ist und irgendwann mal zocken, aber ich habe es nie gemacht. Aber durch dieses Spiel bin ich drauf gekommen, Type Zero mal zu zocken. Und ich muss sagen, Freunde, ich bin begeistert. So, wir haben alles geschafft, bis auf das da, weil es leider Kampf gegen Verbündeten gab, aber das hole ich zukünftig, ja. Also, wenn ich dann zukünftig farme, kommen wir wahrscheinlich ohne Kampf gegen Verbündete da durch. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Wir haben hier alles geschafft. Das heißt, ich kann mein Team vorbereiten für zukünftige Sachen, aber wir werden gleich noch beschwören. Erst einmal gehe ich hier rein, so. Und dann... Wo ist er denn? Habe ich nicht hier irgendwo noch einen Wahn gehabt? Da ist kein Wahn, da ist kein Wahn. Da ist überall kein Wahn. Ich habe ziemlich viele Sidans. Da ist, ach, das ist ja, das wird im Bonus sogar angezeigt. Die kann man ja eigentlich gar nicht übersehen, die ganzen Wahns. So. Ja, seid ihr denn wahnsinnig? Ja, das sind wir auch wirklich total jetzt. Okay, also. Was wir machen ist, wir gehen jetzt zu König Mowgli. Nein, wir gehen noch nicht zu König Mowgli. Wir holen erstmal alles ab, was wir gekriegt haben hier. Dann gehen wir zu König Mowgli. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Episode. So, sehr gut. 5150, das ist super klasse. Ich habe, glaube ich, noch 50 von der Daily abzuholen. Und dann habe ich 5000 für eine... Ja, das passt schon. Das ist super, weil ich muss das hier noch machen. Offscreen, das da. Wir gehen jetzt erst einmal hier rein zum König Mowgli. Dann sprechen wir über die Gegenstände, die ich mir immer holen möchte. Ja, die ich farmen werde. Warum ich sie farmen werde und so weiter und so fort. Ist nämlich ein bisschen anders als sonst. So, Tausch von Gegenständen. Also, wir haben 3725. Was ich auf jeden Fall holen werde, sind diese, die komplette Ausrüstung. Weil die Adamantweste ist zwar eine schwache Rüstung mit gerade mal 38 Abwehr, aber sie gibt 10% extra Lebenspunkte und 50% Feuerresistenz. Man weiß nie, wann man das braucht. 4000 Staub ist günstig. Kein Ding, holen wir uns. Heiliger Stab.
Hat zwar nur wenig Magieangriffskraft, gibt aber Element heilig und 15% MP. Warum der interessant ist für mich? Ganz einfach. Es ist ein Magiestab und ihr wisst ja, Aces Joker löst nicht nur physische Killer-Abilities aus, sondern Aces Joker proppt auch mit Elementen. So, und wenn ich Ace zum Beispiel anstelle von dem Dolch, der 68 Magieangriffskraft und noch ein bisschen Psyche gibt, wenn ich den Dolch wegmache und ich gebe ihm den heiligen Stab, dann hat er zwar anstatt 68 Magie plus 53 Magie, was ein bisschen weniger ist, aber er kriegt Element heilig. Und wenn ich dann vorher Triple Jackpot mache, um die Gegner 75% anfälliger zu machen für heilig oder für Licht, und dann greife ich mit Joker an, skaliert das auch noch hoch. Das bedeutet, Ace kann tatsächlich effektiv was damit anfangen, in Kombination. Beziehungsweise, ne, wisst ihr, ich mache Triple Jackpot, hab noch vielleicht noch ein Orlando mit dabei oder so. Und ich muss einfach Joker machen, weil ich ausweichen will oder sowas. Ne? Joker ist ja ein wichtiger Skill, weil Ace dazu ausweichen kriegt. Ne? Und dann kann man das sehr gut kombinieren. Also, man macht zuerst Joker, weicht physischen Angriffen aus. Wenn man nächste Runde sicher ist, macht man Triple Jackpot, macht die Gegner anfällig für Lichtangriffe. Und da macht man wieder nächste Runde Joker und dadurch macht Joker schon mal viel mehr Schaden. Wenn der Gegner dann auch noch anfällig ist für die physischen Killer-Abilities, wenn ich zum Beispiel Ace Odin gebe und Odin hat Drachentöter und ich kämpfe dann gegen Tiamat, gegen Drachen, dann macht das auch nochmal Bonusschaden, ne? Weil ich den ja anfällig gemacht habe für Licht. Sowas zum Beispiel, weil er Drache ist. Ne? Also man kann tolle Sachen damit machen. Es wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht so berauschend, aber 15% MP sind sehr gut für jeden Magier und gerade für Ace kann ich damit auch noch was anfangen. Ja, das Besondere ist eben, es hat wenig Angriff, dafür aber das Element und darauf kommt es an, eben für Charaktere, für Ace zum Beispiel, ne? Das hier, Zwillkreuzschwert, ist auch super. 73 Angriff. Beschleunigen bedeutet 5% Ausweichrate. Sehr gut, wenn ihr ein Team habt, mit Charakteren, oder wenn ihr einen Charakter habt, der auf Aus... Es hat sogar noch Windelementar. Also ihr könnt mit Wind chainen, was sehr gut ist, ja. Man kann mit Fohlen chainen. Fohlen ist ja Windelementar. Das ist schon mal sehr gut. Außerdem gibt es Bonus-Ausweichen, ja. Also Charaktere, die man auf Ausweichen spielt, Dodge-Tanks, Ausweichtanks, können damit bestimmt was anfangen. Also sehr praktisch. Und das hier ist ein sehr starker Speer. 130 Angriff. Es ist ein Zweihänder. Man muss den zweihändig tragen. Das ist der Nachteil. Aber wenn man sowieso Doppelhand einem Charakter gibt, dann kriegt man nochmal 50% Angriffskraft obendrauf. Also wenn man wirklich zweihändig kämpft, für Charaktere, die eben zweihändig kämpfen müssen, ist das eine sehr gute Waffe. Also Waffen, die Ausrüstung hole ich mir komplett. Die zwei Sachen hier kann man jeweils viermal holen. Ja, ist nicht schlecht. Vier davon zum Beispiel geben einem Charakter 40 LP, 20 Magie, 20 Psyche. Die Sachen hier geben Angriff und Abwehr. Man kann nicht meckern, man kann die sich holen, aber das muss nicht unbedingt sein. Wenn man Anfänger ist, ist das okay. Wenn man schon ein bisschen weiter ist, hat man bessere Sachen als diese Sachen. Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem holen, wenn ich noch was übrig habe. Einfach wegen Bonus-Lebenspunkte, ja. Man kann nie genug Charakteren sowas geben. Cacturios hole ich mir alle 100, wie immer. Sternquarz hole ich mir auch immer alle 10, ganz klar. Level 6, achso, reiner Kristall hole ich mir auch alle 20. Die brauche ich, weil ich vorhabe, bestimmte Charaktere zu leveln und ich will nicht die ganze grinden. Deswegen werde ich mir auch alle kaufen. Dafür verzichte ich dieses Mal auf die Erweckungsdinger. Im letzten Event habe ich mir alle 6 Sterne 30 Stück geholt. Und von denen hier habe ich mir auch noch jeweils 20 geholt oder so. Das mache ich dieses Mal nicht. Ich lasse die komplett weg. Höchste Priorität hat wie immer, alle 10 seltene Beschwörungskarten zu holen und die sofort einzusetzen, sobald man kann. Der Grund ist der, man kann nämlich Final Fantasy 12 Einheiten bekommen und diese Final Fantasy 12 Einheiten kann man sofort investieren, in mehr zu kriegen. Deswegen holen wir uns gleich mal ein paar davon. Wir sollten jetzt 5 Stück haben. Oh, da ist mir das Spiel tatsächlich gerade abgestürzt. Ist ja komisch. Ist gerade rausgesprungen auf den Startbildschirm. Ist mir auch noch nie passiert, muss ich sagen. Schauen wir uns gleich nochmal an, wo wir uns befinden. Wir müssen uns noch bei König Mowgli befinden. Und dann machen wir da weiter. Also wir sollten dann 5 seltene Beschwörungskarten haben. Die werde ich nicht alle mit euch benutzen. Plus die 10 plus 1 Beschwörung. Also bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Das wird noch richtig lustig. Denn, dieser Pull ist der Pull, auf den alle gewartet haben. Ich habe gesagt, es wird ca. 14 Tage dauern, weil wir aber 1000 Lapis als Entschädigung geschenkt bekommen haben. Geht es schneller und wir haben heute den 7.7. am Tag der Aufnahme, also konnte ich quasi eine Woche vorher schon meine 5000 Lapis bekommen. So, wir gehen aber auf Tausch von Gegenständen, schauen mal,
was wir noch holen können, wollen, sollten, hatten. Hier, die Dinger da. Holen wir noch 2 Stück davon. So. Sehr gut. Ach, hier was Neues. Das sehe ich jetzt erst. Mini-Rauschgefäße. 30 Stück. Die hole ich wahrscheinlich auch alle. Die Teile hier würde ich euch empfehlen, nur dann zu holen, wenn ihr auf eine bestimmte Fertigkeit hinspart. Wenn ich es schaffen sollte, genug zu farmen, werde ich mir wieder einen Kraftpurchrist und die Kraft-Gian-Christen werde ich mir holen. Der Grund ist der, Kraft braucht man öftesten, Kraft ist für Schaden da und dafür braucht man meistens am meisten. Deswegen gehe ich voll auf Rot, voll auf Kraft, ja. Das hat höchste Priorität für mich. Von dem Rest habe ich sowieso genug, weil ich es momentan gar nicht brauche. Also ich hole mir die Kraft pur Christen, Allchristen, wenn ich kann, ja, wenn ich genug farme. Höchste Priorität hat für mich der 10% wahre Treue Mogri, die Beschwörungskarten, das Sternquarz, ja, das hat für mich höchste Priorität. Was ich mir außerdem hole, ist 20 reine Kristalle und 30 Rauschgefäße. Dafür spare ich mir dieses Mal die 6 Sterne Beschwörungsdinger. Das werden die Entwickler gewusst haben, dass man sich die wahrscheinlich spart dieses Mal, weil ich habe nicht so viele Helden auf 6 Sterne zu erwecken. Das wird noch für ein paar Events reichen, bis die leer sind. Und dafür spare ich mir lieber den Staub und investiere den in Zeug, wie zum Beispiel das Rauschgefäß, weil ich will Ace Limit gerne maxen. Und dann, wenn ich dann noch was übrig habe, ihr wisst ja, wenn ich Charaktere habe, die ich leveln möchte, Metallkaktoriusse für Ash, falls wir eine Ash kriegen, das wäre mein Traum. Das Zeug hier ganz nebenbei und das hier auch, weil es einfach gute Ausrüstung ist. Und man kann das immer gut gebrauchen, ja. Feuerausrüstung, Schutz vor Feuer kann man immer gut gebrauchen. Ihr wisst ja, es kam mal ein Feuerdrache, der anfällig war, der nur Feuerangriffe gemacht hat. Und auf diese Weise konnte man sich wunderbar schützen. Und elementare Waffen oder Ausrüstung kann man nie zu viel haben, ne? Wisst ihr Bescheid? Also, Freunde, jetzt muss ich noch was abholen hier. Ich weiß gar nicht so genau. Ich muss nichts abholen. Jetzt machen wir Beschwörungen. Drückt die Daumen, denn wir werden jetzt gemeinsam unsere, wo ist es denn? Unsere 10+1 Beschwörung machen. Seltene Beschwörung werden wir machen. Und zwar die hier. Die Elferbeschwörung. Und dafür sollte es ja eigentlich eine garantierte 5-Sterne-Einheit geben. Das ist die hier, glaube ich. Das ist die besondere hier. Also 5000 Feier zum Jubiläum. Mindestens eine garantierte Einheit von 5 Sternen. 10+1. Nur einmal verfügbar. Wir werden das jetzt gemeinsam machen, Freunde. Drückt die Daumen, dass wir eine ordentliche Einheit kriegen. Ihr wisst es. Ich bin scharf auf Gilgamesh immer noch. Worüber ich mich auch freuen würde, wäre Marie, weil sie eine Rüstung für Ace gibt. Oder Imperator, weil der, oder Imperator, Emperor, weil der eine Waffe für Ace gibt. Ja, das wären die 3 Sachen, die ich mir am meisten freuen würde. Und ihr wisst ja, über Noctis und Orlando kann man sich sowieso nicht beschweren. Ich bin gespannt. Freunde, ich brauche eure positive Energie. Drückt die Daumen. Und ich weiß, ihr denkt an mich. Ich weiß, ihr drückt die Daumen. Freunde, es geht los. 3, 2, 1 und zack. Zack. Da kommt unser garantierter 5-Sterne-Kristall. Die Frage ist, wer ist drin? Leute, ich bin so aufgeregt. Wir drücken auf den Bildschirm und wir kriegen... Wir kriegen tatsächlich eine Rebirther. Klasse! Also, ich muss sagen, Rebirther, habe ich ja mal gesagt, würde ich mich riesig freuen, wenn wir sie kriegen, in Kombination mit Ace, weil ich mag Rebirther sehr gerne und sie ist ein Drachentöter. Also, man kann sich auf jeden Fall drüber freuen, dass wir sie gekriegt haben. Leider nicht, was ich mir erhofft habe in Sachen wahre Treue, aber immerhin ein verdammt cooler Charakter. Ein paar 4-Sterne-Charaktere sind auch mit dabei. Ich bin schon gespannt, was da jetzt rauskommt. Eine Rosa, also nichts Besonderes, eine Shizuru und noch ein Cyrus. Also man kann sagen, eigentlich kein besonders guter Pull, ja, weil wir in Anführungszeichen nur eine 5-Sterne-Einheit als Rebirther bekommen haben und bei den 4-Sterne-Einheiten wieder keine Riku mit dabei, möchte ich anmerken, in irgendeiner Weise. Ich meine, sie hatte keine erhöhte Drop-Chance, aber trotzdem. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig über Rebirther, denn wir kriegen einen guten Speer mit Drachentöter, Purpurblut als wahre Treue und Rebirther kann man wunderbar nutzen in Kombination mit Ace, weil Ace ja auch
wie gesagt, elementare Resistenzen schwächt und sie ist einfach ein verdammt starker Dragoon. So, sehr gut. Das war das einzige Mal, dass wir es machen konnten. Ich glaube, das geht kein weiteres Mal. Ich habe auch nicht genug Kristalle, um das noch zu machen. Aber, Freunde, wir haben noch ein paar seltene Beschwörungskarten, die wir benutzen können. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich hier draufklicke. Anscheinend hängt es. Ja, das Spiel ist gerade ein kleines bisschen überfordert, glaube ich, damit, dass ich da nochmal drauf gedrückt habe. Ich habe ja noch nach einem guten physischen Angreifer gesucht für mein Team und ich denke, mit Roberta machen wir da nichts falsch. So, ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Ja, du bist lustig. Geh an einen besseren Ort. Ja, geht nicht mehr, ne? Also, wir werden hier noch auf Beschwörung gehen. Und dann benutzen wir ein paar Karten. Ich werde die Karten, wie gesagt, nicht mehr für das hier benutzen, sondern ich werde die Karten für das hier benutzen, weil ich gerne noch eine Ash haben möchte. Also, Freunde, machen wir Kartenbeschwörung. 5 Stück. Los geht's. Nummer 1. Natürlich ist es ein Wahn, die Chance ist sehr hoch. Dafür kriegen wir seine wahre Treue sehr schnell. Maximilian, die ist ziemlich gut zu gebrauchen, weil man Maximilian einen Tank ausrüsten kann. Und also ist Maximilian speziell für einen Tank, ist eine schwere Rüstung mit 62 Abwehr. Und 62 Abwehr ist superklasse. Den da können wir überhaupt nicht gebrauchen, deswegen klicke ich gleich wieder weg. Den guten Bedier. Weiter geht's mit der Kartenbeschwörung. Ja, ich könnte ein komplettes Warnteam machen. Aber ich glaube, der schafft das nicht allein, das zu farmen. Machen wir weiter. Vielleicht haben wir diesmal mehr. Ich habe echt das Gefühl, dass wir was vier. Ach, Gao. Gao ist ja völlig für den Hintern. Vielleicht haben wir ja mal irgendwann in diesem Welt mehr Glück mit 4 Sterneinheiten. Denn ich habe echt das Gefühl, dass, was 4 Sterneinheiten angeht, wir nicht ganz so viel Glück haben, wie es, wie es eigentlich sein müsste. Ich meine, wir kriegen 3-mal Gao in einem Banner, in dem Gao noch nicht mal drin ist. Also 2-mal Gao hintereinander. Und keine einzige 4-Sterne-Einheit wieder mit dabei. Dafür ein paar völlig unwichtige 3-Sterne-Einheiten. Okay, Bart ist ganz cool, aber ansonsten nichts Großes mit dabei. Und Doppelhand, naja, braucht man nicht unbedingt. Ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen. Ihr wisst ja Bescheid, wir kriegen immer noch kostenlose Puls. Alles in allem kann man sagen, ich kann mit dem anderen Wart eigentlich hier gar nichts anfangen. Ich kann ihn gar nicht da reinpacken. Der schafft es nicht allein, den ich bis jetzt habe. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also, ich gehe mal ganz kurz hier auf Verkaufen, so, weil man die Einheiten besser sieht. Also, was wir hier bekommen haben, ist absoluter Müll, ja, absoluter Crap, absoluter Dreck. Man kann mit diesen Einheiten überhaupt nichts anfangen. Vor allem das hier, die verkaufe ich auch direkt. Den da auch, ist mir auch scheißegal eigentlich, ehrlich gesagt. Und sowas, ich meine, der Rest ist ja noch okay, ja, auch von der wahren Treue her und so. Aber sowas hier, das braucht man wirklich nicht. Und Rosa, ganz ehrlich, aber Bartz kann nicht schaden, er hier kann auch nicht schaden, weil man könnte theoretisch noch einen zweiten Drachenstachel holen, was auch sehr praktisch ist für noch einen weiteren Magier. Und außerdem haben wir Roberta, über die freue ich mich riesig, die werde ich auf jeden Fall maxen und ich bin mal gespannt, was wir vielleicht mit Roberta noch so reißen können. Also, die Einheiten verkaufe ich direkt, einfach als Statement an das Spiel, die wollen wir gar nicht haben, ja, das wollen wir gar nicht sehen und dann werde ich jetzt offscreen noch ein paar Kristalle farmen, so weit, bis ich, Achtung, bis ich mir das da kaufen kann. Ich werde jeden Tag das hier holen, um dann noch ein bisschen weiterzumachen. Ne, wisst ihr Bescheid? Also Freunde, ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen. Lasst meinen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Falls nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.